Jetzt. Ah, die Hauptschlagader, das war nämlich gerade das eben, die Main Artery, das ist die Hauptschlagader, hat mich jetzt wieder zurückgebracht ins Mimiga-Dorf. Okay. Das ist dann wohl das da. Das ist unerwartet, aber schön. Immerhin endlich wieder aus dem Labyrinth raus. Und jetzt mit der Maschinenpistole kann ich endlich etwas tun, was ich schon lange tun wollte. Nämlich hier hochfliegen und erforschen. Ha, da ist eine Tür. Das habe ich mir nämlich schon länger gefragt. Weil das Dorf ist ja so hoch und das habe ich ja schon früher gesehen, dass man da so hoch kann. Aber ich konnte ja nicht da hoch und ich frage mich, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Und es ist. Ach so, die erste Höhle. Ach so. Ah, ja, logisch. Bin ja am Anfang auch runtergefallen. Okay, ich nehme alles zurück. Nichts Spannendes hier zu sehen. Yeah. Ich bin nicht runterfallen. Nein. Ich will da rein. Meine Munition wieder auffüllen. Da. Und dann bei der Gelegenheit eine Runde speichern. Und es gibt noch woanders was, wo ich hochfliegen kann. Das war, glaube ich, bei dem Friedhof. Hier müsste es gewesen sein, oder? Genau, da rechts oben. Hier kriege ich die Viecher jetzt klein. So. Wobei ich mich gerade ein bisschen frage, was ich jetzt eigentlich tun soll, jetzt wo ich wieder zurück bin. Der Professor Booster ist ja tot. Die Sue. Ja, die Sue gibt's noch, oder? Ich glaube, die Sue müsste es noch geben. So, was gibt's hier? Ein Lager. Irgendwelche Geheimgänge? Sieht nicht so aus. Was? Hab ich was zu. Geschäfte mit dir zu erledigen? Ja, habe ich. Ha! Das bezweifle ich. Was? Habe ich etwas mit dir zu erledigen? Nö. Hehehe. Dann, tschüss. Ach, Mist. Okay. Das ist dann wohl für später noch ein bisschen. Was gibt's denn jetzt noch zu tun im Dorf? Ich könnte zu Arthurs Haus gehen. Ich könnte in die, genau da nochmal reinschauen, in die Versammlungshalle. Vielleicht ist da ja noch jemand drin. Nö, da ist niemand. Was gibt's da oben? Da oben war doch auch irgendwas. Das war hier oben noch gleich. Ach so, die Blumenfarm. Genau, aber hier ist irgendwie gerade auch niemand mehr. Da war doch jemand am Anfang. Der ist nicht mehr da, oder die? Geheimgang gibt's hier auch nicht. Ich guck echt in jedem Level ab sofort auf die Karte. Also nicht ab sofort, sondern schon eine Weile. Einfach um zu sehen, ob es hier was Geheimes gibt oder nicht. Was irgendwas versteckt ist, vielleicht hier oben. Nein. Dann hätte ich jetzt noch. Okay, der Typ da. Da war jemand drin am Anfang. Der ist nicht mehr da. Dann gibt es hier noch die. Genau, die Lagerhalle. Da ist aber auch nichts. Und dann wäre eigentlich nur noch Arthurs Haus hier zur Verfügung. Aber hier scheint irgendwie auch nichts zu sein. Ich speichere nochmal, damit ich meinen Weg in Zukunft sparen kann. Vermutlich geht es hier durch den Teleporter wieder weiter. Und ich finde es immer noch verdächtig, dass da unten so rote Blumen sind. Kann ich wieder Computer? Ja, da steht was auf dem Bildschirm. Gehe in den Eierkorridor, Katsuma. Na gut, das möchte ich dann nochmal tun. Und das tun wir dann in der nächsten Folge. Tschüss. Zu Cavstory im Eierkorridor. Was hat der hier zu sagen? Es gab eine riesige Explosion. Und wenn er sich wieder zu mir kam, hat alles plötzlich so ausgesehen. Was zur Hölle ist hier passiert? Okay, der hat also keine Ahnung, was hier passiert ist. Was haben wir da? Ah, die Drachen! Die Hülle eines Drachen. Okay. Das. Noch ein Drache.
noch ein Drache. Aber die sind wohl alle nicht wirklich. Dadurch, dass sie nicht schlupfreif waren, geht's denen wohl nicht so gut. Haben die das Schlüpfen wohl nicht so gut überstanden. Und ich mag immer noch dieses Schwert hier sehr gerne. Deswegen möchte ich das hier jetzt mal verstärken lassen. Ja, weg. Der wird auch ein Level up. Der da? Noch einer. Bestimmt liebt einer davon. Genau einer liebt. Tötet mich dann, weil ich nicht damit rechne. Oh, da oben sind Stacheln, sehe ich gerade. Das ist gefährlich. Raketen habe ich, glaube ich, voll. Ja. Oh, da fallen sogar Stacheln runter. Genau, Raketen habe ich voll. Da lebt ein Drache. Der spuckt. Wie kriege ich den? Vielleicht damit? Schön, das funktioniert. Da ist vor allem eine Kiste, die möchte ich. Wow, 20 Erfahrungspunkte. Welche Waffe braucht noch? Keine, ne? Genau. Also egal. Cool, nochmal 5 Raketen, ja? 25 hat jetzt der Raketenwerfer. Super. Geht's da hinten noch weiter? Nein. Ja. Das ist ja cool. 25 Raketen kann der Raketenwerfer jetzt tragen. Statt 5 hier am Anfang. Ich habe einen Booster. Vergesse ich immer so ein bisschen, dass ich einen Booster habe. Moment, nee, da oben komme ich nicht durch, oder? Nee, da kann man nicht durch. Aber, da kann ich auch nicht durch. Dann muss ich wohl da rein. Cthulhu's Abode. Cthulhu ist auch nicht mehr da. Da ist ein Teil, das runterfällt. Wie kriege ich das kaputt? Damit. Genau. Damit kann ich mich schön um die Ecke schießen. Da klingelt mein Handy. Das muss ich eben kurz abweisen. Und dann hätten wir hier noch den da. Den ich jetzt mit dem Schwert. Nein, ich will hier unten auf gar keinen Fall töten. Auf dem stehe ich doch. So ist das besser. Den da weg, damit ich darüber komme. Und dann, so, wunderbar. Und hier geht's dann weiter. Okay, da geht noch mein Handy. Ich glaube, ich müsste mal rangehen und mach kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. So, weiter geht's. Das Telefonat ist zu Ende und ich habe gerade weiter gespielt und Mist gebaut, denn da kommt gleich ein Boss. Und ich bin gestorben. Und ich habe versprochen, mich, also gerade in der rausgeschnittenen Aufnahme, ich versprochen, mich mehr anzustrengen und ich mich nicht mehr so blöd anstelle. Das Problem war, da kam dieses Vieh hier, explodiert nämlich und macht in einem relativ großen Radius ziemlich viel Schaden. Deswegen bin ich dann gerade mit 3 Lebenspunkten zu den Bossen gekommen, und entsprechend auch gleich darauf gestorben. Ups. So, einmal Heilung ist sehr gut. Und dann dachte ich mir, den Stress, den Krampf, den erspare ich euch. Das muss man ja nicht zeigen. Ja, ups. Ach, die kleinen kann man nicht abschießen. Die großen, habe ich festgestellt, kann man abschießen. Und das habe ich festgestellt hier. Weil hier kommt man nämlich nicht durch, aber man kann das Teil. Okay. 3 Schwertern, na egal. Man kann das Zeug kaputt machen und dann dadurch fliegen. Und dadurch, genau, habe ich das gerade gemerkt. So, jetzt frage ich mich gerade, ob es hier noch irgendwo einen Weg gibt, aber das sieht leider nicht so aus. Und angeblich soll man da hinter der Tür ja speichern können, aber ich sehe hier gerade keinen Speicherpunkt. Ich sehe hier gerade echt keinen Speicherpunkt, der hier sein sollte. Ach, das war doch früher das Observationslabor. Die Tür hier ist netterweise geblockiert durch die Truhe. Kann ich hier direkt wieder raus? Ach, ich kann hier direkt wieder raus! Wow! Bin ich da rein? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, da drin ist gerade ein Bosskampf, den ich gerade mit 30 Lebenspunkten mir nicht wirklich zutraue.
Deswegen... ich... jetzt gerne erstmal hier weitermachen würde, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo speichern kann. Um dann den Bosskampf in Ruhe zur Not mehrfach versuchen zu können, ohne den ganzen Eierkorridor nochmal zu machen. Weil wie gesagt, der letzte Speicherpunkt ist halt in Arthurs Haus. Das heißt, ich müsste dann wieder... sehr schön. Ich müsste dann wieder von Arthurs Haus den kompletten Eierkorridor einmal durchmachen, um da wieder hinzukommen. Und das ist wie schon bei dem Chor vorhin doch ein bisschen ätzend. Ah, wunderbar. Hier kann ich mich heilen. Sehr schön. Und hier kann ich speichern. Das ist doch gut. Immerhin kann man den Bosskampf einfach umgehen, oder? Was gibt's hier drin? Das eine mal null. Na, ich glaube, hier geht's weiter. Aber ich möchte in dieser Folge noch den Bosskampf machen. Um dann in der nächsten Folge hier zu dem Auszubrütenden einzugehen. Ich glaube, danach geht's in der Story weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Bosskampf ist nur... Dingens und so. Nicht unbedingt notwendig, sondern halt die Strafe oder der Preis dafür, dass man die Kiste öffnet und das bekommt, was in der Kiste ist. Ich bin mir zwar nicht mal ganz sicher, was das war, aber ich will es haben. Und ich sehe gerade, ich habe voll wieder Lebenspunkte verloren. Dann... ups, das ist eben mein Problem und ich muss es eben schaffen mit 27 Lebenspunkten. Es sind... nochmal extra 5 Raketen. Kann ich da jetzt einfach raus? Ich will da raus. Nein, ich kann nicht raus. Okay, wie immer Raketen. Ich nehme an, ich kann denen nur Schaden machen, während sie den Mund offen haben. Sieht so aus. Und da bin ich tot. Ja, bis gleich. Oh, weiter geht's. Diesmal habe ich es geschafft, mit vollen Lebenspunkten und voller Munition durchzukommen. Und ich nehme gleich mal den Raketenwerfer. So. So, dann öffne mal deinen Mund. Vielen Dank. Boah, machen die Schaden, hey, wenn sie mich berühren. Könntest du bitte deinen Mund öffnen? Ja, danke. Und jetzt du. Und jetzt der Nächste. Nein, was passiert jetzt? Andersrum. Okay. Ah, und wenn ich sie treffe, dann schießen sie nicht. Das finde ich gut. Das finde ich super. Nein. Das war zu früh. Ja. Okay, ich nehme es zurück. Sie schießen doch, wenn ich sie treffe. Wie viel Munition habe ich denn noch? Und könnte ich bitte dem Ganzen hier ausweichen? Erfolgreich, danke. Mit einem Lebenspunkt. Huiuiui. Eine Rakete? Nein, keine Rakete mehr. Wow. Nicht schießen, sonst bin ich tot. Ich will hier nicht sterben. Ich will das schaffen mit einem Lebenspunkt. Und wenn es das Letzte ist, was ich mit euch Drachen tue, ich besiege euch. Hallo? Yippie! Oh, mit einem Lebenspunkt. Wow. Die Schwestern waren das. Die Drachenschwestern, nehme ich an. Das sind wahrscheinlich... jetzt kann ich speichern. Na, vielen Dank auch. Wahrscheinlich die beiden... oder wahrscheinlich zwei Drachen aus den Eiern. Das hier alles kennt ihr ja im Prinzip. Ich denke, ich werde mich jetzt hier einfach nur mal durchklappen. Bis zum nächsten Mal.